Ja, hallo, hier ist wieder der Tumpy mit einer weiteren Folge zu Fishing Planet. Ja, ich bin unterwegs mit dem Underwater Frank und dem Lutzemai. Hallo Jungs. Moin, moin Mahlzeit, zusammen. grüß dich. Mahlzeit. Ja, wir wollen versuchen, den neuen Fisch hier zu fangen bei Michigan, den Tiger Muskie. Ja, und dann hoffen wir mal, dass wir das auch schnell hinkriegen. Wir wissen nicht, wo Ja. der ist. Nee, das wissen wir noch nicht. Haben uns mal so ein bisschen die Beschreibung durchgelesen, ne? Ja, ich hau einfach mal rauf. 6-0er Haken, große L-Ritze, 50 cm tief. Genau, ich habe einen 4-0er Hakenscheiner auf 50 Tiefen, bin mal hier in dem alten Musky-Spot. Ja, vielleicht teilen sie sich wieder den Spot, weißt Ja. oder halt, die sind zu anderen Uhrzeiten da, weißt du? Dass der Muski zu der Uhrzeit da ist oder so. Oder ich weiß ja nicht, wie sie es jetzt gemacht haben, weil vom Spotfischen sind sie ja eigentlich weg, aber. Ja. Müssen sie. Dringend erforderlich. Ja. Immer noch zu einer anderen Stelle. Ich mache auch mal kurz mein Intro, ich mute mich mal gleich. Ich will jetzt ja nicht mein Intro in deinem Video machen. Auch das würden meine Zuschauer, glaube ich, nicht so übel Ne? nehmen. Nö. Okay, warte. Raus hier. Oder schreibt euch jetzt mal in die Kommentare, ob ich das stehen würde. So, warte, ich suche mir erstmal den Fisch raus. Wo ist er? Tiger Muski. Muschi. So. Jetzt geht die Aufnahme nicht an. Ich kriege die Krise. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fishing Plan mit dem Underwater Frank. Mit dabei heute der Tampi und der Lutzemai. Hallo. Moin, moin. Hallo, Ja, grüß wir dich. wollen auf den Tiger Muski gehen. Am besten natürlich, wenn es den in einzigartig gibt. Ja, bevorzugte Köder, Scheiner, großer Ritzen haben wir jetzt auch beide schon am Start. Ich probiere gerade mit Medium Spoon. Wir stehen auch noch schöne andere Köder, die er hier bevorzugt. Frösche ernährt er sich auch viel. Kleine Säugetiere. Na, mal gucken. Ja, dann gucken wir mal, wo wir denn hier überhaupt hinschmeißen. Ach, Tampi ist hier vorne, siehst du? Auf dem Steak. Auf dem Steg, du Mann, du, Nein, der nicht Junge, auf dem du. Steak, sondern auf dem Steak. Auf dem Steg. Ich bin dabei. Ich schmeiß mal hier rechts so ein bisschen, mal gucken. Komm an meine Seite, mein Junge. Jo, ich schmeiß mal hier zu den Seerosen rüber. Oha. Oha. Na, oh, kurz geflackert. Ich war heute kurz noch mal in Louisiana, da hatte ich einen Kettenhecht gefangen und hatte voll den Grafikfehler. Okay. Ach so, ja, das ist noch. Ja, da haben sie noch nicht gepatcht gehabt. Das haben sie jetzt schon gefixt. Auch eine Route von mir ist auch voll Grafik. Das ist schon alles schon Ah, gefixt. okay. Ja, heute kamen ja wieder zwei dicke Updates. Ja, genau. Der Pixel-Hecht in Louisiana. Oh, Handy? Oha. Wer hat ein Handy hier an? Nutze mal dein Handy, Alter. Okay, ich tue es weg. So, ich Bei hoffe, mir es ist ist besser. gerade was nachgeschwommen. Ich guck mal noch mal. Bei mir zurück nichts. Ja, ich hatte vorgestern hier schon mal geangelt an einem Hechtspot in einem Schilf auf Kurs und da hatte ich vorgestern einen Trophy-Zander mit 6-0er Haken und Scheiner. Okay. Ja, stimmt, Ja? das hattest du erzählt. Ja, Ja? stimmt. Ja? Ist auch krass, ne, dass der Zander jetzt hier auch ist. Ich war völlig perplex, denke, was macht der denn hier? Ja. Irgendwas kam gerade nachgeschwommen. Das sah gelb aus, aber vielleicht war das ja die Tigerforelle. Ja, das wird auf jeden Fall ein langer Abend wieder heute. Bei mir leider nicht ganz so lang, aber. Ja, ich weiß, aber dafür dann am Wochenende. Ja, ich hoffe, ich bin zwar bei einem Kumpel, ich muss auf deren Katze aufpassen, aber ich nehme Ja. meinen Laptop mit. Ob ich jetzt TS habe, weiß ich noch nicht, aber spielen tue ich mit Sicherheit. Ja, ich bin morgen auch fast den ganzen Abend weg, weil ich soll zu meinem Angelverein, wir haben Jahreshauptversammlung.
Ach so. Immer wenn der Desperator nachher vom Döneressen wieder da ist, dann geht's los. Ja, unser Fischergott. Ja, mit dem Gold, ne? Wenn man mehr als 10.000 hat, macht das ja keinen Sinn. Das ist blöd. Ich habe es echt gedacht, so wie wir es als gedacht haben. So habe ich es Ja, das wäre verstanden. natürlich besser gewesen, ja. Ja. Ja, 1000 Bitcoins ist dann maximal, was die User denn haben. Ich hab 9000 und dann habe ich dann ja, 900 Gold, denke ich mal, ne? Ja, 900 Bitcoins, ja. Da meine ich ja Bitcoins, genau. Gut, das reicht auf alle Fälle für die Louisiana-Lizenz. Ja, Und Alberta lasse ich mit. erstmal weg. Ja, das lasse ich auch weg, das braucht man nicht mehr. Aber gut, ja, für dieses Black Trout vielleicht nochmal. Guck mal gerade, was die Tigerforelle für einen Köder hat. Nicht, dass wir da irgendwie den gleichen Köder haben. Ich glaube, Tigerforelle nimmt einen anderen, ne? Gucken wir einfach mal. Die soll auch hier sein, ne? Ich will gleich mal die Bilder zeigen hier. Ja, sieht geil aus, ne? Ich hab's noch nicht gesehen. Ach so. Deine Zuppel was auf Cosa. Also die haben unterschiedliche Köder zum Glück. Auch mal Pose jetzt. Ich habe einen Fisch dran. Mal gucken, was wird. Ja, Hecht. gucken wir mal. Auf Ich sage jeden Hecht. Fall ein Aber Hecht. es ist nichts Großes. Also geht überhaupt nicht in die Bremse. So, Tiefe machen wir mal 60 oder was? Thunder, lol. Was ist das schon wieder ein Zander, ja? So, dann schauen wir mal. Mal gucken, ob unsere Taktik aufgeht, einfach mal so nach den passenden Stellen zu gucken und dann zu angeln. Und nicht einfach. Oh, ich hab Biss. Mal sehen, was es ist. Das ist ein Hecht. Amerikanischer. Da ist er. In einzigartig. Ja, nee, nee. Nee, ich meine hier meiner. Ach so, hast du was dran, ne? Nee, ich guck gerade das Bild. Ach so, ja. Okay. 15 Kilo. Bis 22 Naja, Kilo. bis 22, ja. Und die Tigerforelle? Ah ja, ist die gleiche Beschreibung, ja, das haben sie noch nicht angepasst. Ja, okay. Aber die Köder sind angepasst bei der Tigerforelle. Ja, ich bin da gestreckt. Zehntausend Würfe, okay, dann wollen wir mal anfangen. Der Fisch, der 10.000 Würfe, Wir zählen alle mit, einen habe ich schon. ja. Und wehe, ich habe am 10.000. Wurf keinen dran. Habt ihr damals mal die Folge von Flussmonster gesehen, wo auf den Maski gegangen ist? Ja. Das war echt super interessant, ey. Und mit dem letzten, wirklich mit dem letzten Wurf hat er dann den dran gehabt. Ich hoffe, bei uns geht's schneller jetzt. Ja, ich hoffe es auch mal. Ne? Bei mir zuppelt es schon wieder, ganz leicht. So, ich habe jetzt den zweiten Wurf hier. Nach dem Wurf, ja, wird es lange dauern. Blende ich ein, wenn irgendwie was passiert. Ja, würde ich auch sagen, ich blende dann auch wieder ein, wenn wir irgendwas haben. Kein Nachläufer? Nee. So. So, wieder da. Ich habe jetzt meine 6.325 Würfe gemacht. 6.326. Bei mir zuppelt Kleiner Scherz am Rande, gell? es. Hast du jetzt dran? Scheine oder was hast Nee, du? ich fange jetzt gerade mit Crankbait, 3 Fünfer, 600 Haken. Ich habe auf alle Fälle mindestens einen großen Hecht dran, einen Trophy-Hecht. Vermutlich, Boah, hoffentlich. der Spot, wo du da bist, ne? Da waren die ja früher. Ja. Mal gucken, vielleicht ist was anderes. Drücken wir mal die Daumen. Ja, mal Tiger. Oh, Muskelunge. Normale, oder? Ah, Ja. ne, Trophy. Trophy-Maski.
Ich denke mal, Tigermuski ist jetzt ein heiß begehrter Fisch, ne? Ja. Klar, jeder neue Fisch, ne? Ja. So, was hat er noch hier? Casting Spoon, Medium Spoon, Spinners. Was habe ich Spinner. denn? Spinnerbait mal aufklatschen. Bullet Spinner oder sowas. Ne, einfach den Spinner hin. Ja, das wird aber dastehen, Spinner Bait, ne? Wird extra Ach dastehen. so, vielleicht, aha, alles klar. Mal probieren kannst du ja trotzdem mal. Spinner, Ich zieh mal 24 langsam Gramm. rein hier. 400 Haken. Was haben wir hier noch? Ich denke mal, dass die leicht andere Spots, also wenn es ein Spot ist, auf jeden Fall nicht den Muskelungen-Spot sich teilen, glaube ich. Ich denke, es wird nicht, aber ich schon mal einen Fisch dran. Das läuft auf Pause, ja. Muskelungen. Fast genauso schwer. Okay, also wieder zum anderen Spot rüber. Krass, was das für eine Verzögerung war, ne? Ja. Das haben wir gestern auch schon festgestellt bei den Stalis. Da hast du noch Ja. gedrillt und ich habe 5 Sekunden vorher stand bei uns schon im Chat drin, den und den Fisch gefangen, ja. Das verstehe ich auch nicht. Schuss mir nicht ins Wasser hier, Junge. Oh, ich hab einen Biss. Gleich Aber rein, ja. nichts Großes auf Spinner Bait. Na, mal gucken, ne? Und was ist es? Maifisch. Ja. Ein Maifisch. Das passt ja genau zu mir. Ein Mai. Rutzemai. Genau. Letzte Mai. Ja, Mai. Ja, Mai, Heio. Lütze, Mai. Oh, jetzt schön so ein Bellyboot und dann hier mitten auf dem See. Ja. Das wäre geil. Ich führe. Ich gehe nochmal woanders hin hier. Ich auch. Gut, jetzt ist er weg. Jetzt habe ich einen Platz. Hallo? Weggegangen, Platz gefangen. Ey, wieso kann ich hier nicht weitergehen? Ich kann hier nicht weitergehen. willst du denn weitergehen? Nach rechts? Ja. Da war ich auch noch nie. Ah, ich höre deine Schritte jetzt. Ja. Ist auch neu. Kann man nicht hüpfen? Nee. Jetzt geht's. Ich schon mal ganz rechts in die Bucht. Ja. Also dieses Jahr muss ich mir definitiv noch mal eine neue Festplatte anschaffen. Noch mal eine extra für YouTube-Videos. Das ist Da gut. sammelt sich mit der Zeit ganz schön was an, ne? Naja, ich lösche ja dann immer, sobald ich es hochgeladen habe, ne, wird es direkt gelöscht. Achso, okay. Ich dachte, du hebst dann alle auch für dich Ne, irgendwo. ne, 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 ne. Ich kann die ja von YouTube jederzeit wieder runterladen, ne? Achso, okay. Ja gut, dann ist ja, dann werde ich so auch alle löschen. Was haben die so im Durchschnitt die Größe, so ein Video? Ja, wenn sie fertig gerendert sind und bei YouTube verarbeitet sind, sage ich mal so 1 bis 2 GB. Okay, na ja gut, dann, ja. So 20 Minuten ungefähr. Ja, da sammelt sich gut was zusammen, ja. Ja. Na, jetzt halt die unkomprimierten halt, die ich jetzt hier mit OBS aufnehmen. Da sind 20 Minuten 10 GB. 10 GB. Ja. Hoho, das ist ja mal ordentlich. Ja. Aber du hast noch eine andere Auflösung, ne? Full HD. Ja, ich mache ja auch 60 FPS, 2K und Dings 20.000er Bitrate. Okay. Na Ja, gut, ja. schlägt YouTube aber auch vor, ne? Bei 60 FPS und 2K schlägt der 20.000 vor, ne? Okay.
Irgendwas zuppelt hier, aber irgendwie beißt nichts. Hier wäre ich jetzt gerne in Wirklichkeit am See. Ja. Würde ich jetzt gerne hier so stehen und irgendwo hinwerfen. Oh, der Fisch. Endlich mal. Bei 1,80 tief. Mal gucken, was da dran ist. Stimmt, Ami-Hecht. Oh, Tampi, GZ. Yes, GZ. baby. Alter, dann gehen wir mal gleich den anderen Spot wechseln. Nicht schlecht. Hat er wieder Wie sieht den denn der aus? guten Riecher gehabt, wa? Da ist er. So, Muskelunge AD, wo ist Tampi? Ach, da steht er ja. Ja, der Wo hast du steht denn direkt den bei uns hier. geschmissen? Ja, ich stehe Auch bei in die euch. gleiche Richtung. Hat er auch hingeschmissen? Ja, Ja? ich zeige euch Welche gleich den Zeit? Spot. Welche. Achso. 6:40 hat er wohl gebissen. Okay. 1,80 tief. Ja. 6 Roller Haken, große L-Ritze. Ja. Und dann habe ich hier hingeworfen, in diese Richtung. Und dann hinten in die Ecke. In die Ecke, 35 Meter weit und 1,80 Alles tief klar. voll. Alles klar. Danke, Tambi. Bitte, bitte. Ja, Also danke. dann doch, die Tiefe dann, ne? Dass Genau. man die Tiefe dann ein bisschen ändern muss. Ja, er steht auch bei 1,80, ja. Was hast du für einen Haken gehabt? 6-0. Ja, Ja, klar. ich versuche jetzt nochmal den größeren zu fangen, falls ich den nicht fange. Ja, falls ich den fange, blende ich ein. Ansonsten fahre ich irgendwie nach Dänemark. Ich habe Zuppler bei 1,80 tief, starke Zuppler. Ja, wirklich wieder die Tiefe, ne? Bin der Erste, der ein Tigerhecht Du bist gefangen der hat? allererste, der auf der ganzen Welt in dem Spiel ein Tigerhecht gefangen hat. Ich bin der GZ! Geilste, GZ, oder? Ihr dürft mich ab heute Tampi Tigerhecht nennen. Oh, ich habe auch was dran. Ne? Gucken. 1,80, 1,80er Tiefe. Oh, Bremse geht hoch. Also Muski kann es definitiv nicht sein, weil bei der Tiefe glaube ich nicht. Ich habe meine auf 1,50 gefangen, man weiß es nicht, ja. So, ich gehe mal ein bisschen zurück hier. Na, was ist es? Maske. Nee, schade, schade. Na gut. Ja, ich sag mal, ich habe zwar nicht den Großen gefangen, aber der allererste im Spiel. Und würde sagen, der nächste Große kommt dann im nächsten Video. Ja, dann sage ich mal Danke an euch Jungs und Ja, bitte, kein bitte. Problem, bitte. wir sehen uns wieder am Wasser. Moin, moin. Tschö. Ciao. Ciao.